Für mich ist es eines der besten Autos der Welt. Ja, wir hatten ganz spannende Zeit gehabt. Die letzten 4 Jahre haben wir uns um dieses Auto gekümmert, und zwar ausschließlich. Wir hatten damit ganz neue Freiheitsgrade, denn es ist das erste rein elektrische Auto für Audi, und damit sind wir Pioniere auch gewesen. Pioniere, um das Auto zu gestalten, um das Auto zu konstruieren, um das Auto zu bauen. Pioniere aber auch, um Prozesse zu definieren, letztendlich dahin zu kommen, dass wir dieses Auto heute vor Kunden so anbieten können. Es ist eine Symbiose aus klassischen Audi-Tugenden, hohe Qualität, gepaart mit hochdynamischem Fahren, mit einem elektrischen Quattro, mit tollen Inhalten wie einem virtuellen Außenspiegel, neuen Features, die wir dort realisieren konnten. Und das eben zusammen zu bringen, rein elektrisch zu fahren und die tollen Eigenschaften eines Audi zu haben, das ist eben erstmalig jetzt der Fall. Und wir sind überzeugt davon, dass die Kunden genauso viel Spaß daran haben, wie wir es in den letzten 4 Jahren hatten. Ich persönlich bleibe der Elektromobilität treu, ich bleibe dem e-tron treu. Der e-tron ist mein Baby. Wir sind jetzt schon dran, dieses super tolle Auto noch ein Stück besser zu machen. Wir denken jetzt schon wieder über kleine Verbesserungen nach, die wir im Lifecycle einbringen wollen. Wir werden allerdings auch als Marke Audi das Thema Elektromobilität deutlich ausrollen. Es werden in den nächsten Jahren sehr emotionale Produkte kommen. Wir gehen deutlich in die Breite. Das Thema vor Kunde wird völlig normal werden, auch Elektroautos zu fahren, zu laden und zu genießen. Wir sind jetzt in der Transformation, auch intern die Leute auch immer mehr in die Elektromobilität mitzunehmen, und genauso diese Transformation findet draußen bei den Kunden statt. Es wird sich rumsprechen, dass es einfach unglaublich toll ist, so ein Auto zu fahren, und darüber werden diese Autos sukzessive einfach auch an Breite und an Volumen gewinnen.